Plenum TV heute mit heiß diskutierten Themen. Die Energiewende brachte in Bayern viele Protestbewegungen hervor. Betroffene machten mobil gegen Windräder, Stromtrassen, Fracking oder Speicherkraftwerke. Wirtschaftsministerin Aigner nutzte den sogenannten Energiedialog, um die Wogen zu glätten. Doch was hat dieser Dialog denn wirklich gebracht? Ich habe auch aus meinem Stimmkreis Reaktionen von Leuten gehört, die an diesem Energiedialog teilgenommen haben. Das waren sowohl Leute aus dem Umweltschutzbereich wie auch Industrievertreter. Und alle waren zunächst mal sehr angetan über die Art und Weise dieses Dialoges. Man konnte die Positionen austauschen, man konnte andere Positionen verstehen, nicht immer mittragen, aber zumindest verstehen. Und im Prinzip sind alle so ein bisschen unzufrieden. Und wenn alle so ein bisschen unzufrieden sind, dann war es wohl sehr gerecht, dass alle so ein bisschen von ihren Positionen abgeben mussten. Also die Formel, die Frau Aigner jetzt ausgegeben hat bezüglich der Trassen, ist natürlich erstmal relativ nichtssagend. Und ich kann den Kompromiss noch nicht sehen. Vor allen Dingen vermisse ich ein Energiekonzept für Bayern. Das hätte ich mir als Grundlage erwartet nach diesem Dialog, der ja an sich durchaus Sinn macht. Ich denke, Energie muss bezahlbar bleiben. Wir brauchen eine sichere Energieversorgung. Und der Strom kommt zwar aus der Steckdose raus, aber er muss irgendwie auch da reinkommen. Unser zweites Thema heute betrifft die sogenannten Behördenverlagerungen. Raus aus München in die sogenannte Fläche. Eine interessante Idee. Schließlich gibt es auf dem Land viel Platz und günstige Mieten. Wir fragten nach den konkreten Plänen und was man sich dadurch erhoffe. Also es gibt konkrete Überlegungen seitens der Staatsregierung. Aber für mich ist ganz entscheidend, dass diese Behördenverlagerungen im Konsens mit den Mitarbeitern gemacht werden. Es hat keinen Sinn, Mitarbeiter mit Gewalt aus dem Land hinauszuschicken, wenn sie das nicht wollen. Und wir sprechen ja über Themen wie Ballungsraumzulagen. Also man kann auf dem Land schon billiger leben. Also ich denke, es ist auch ein echter Mehrwert für die Leute da. Aber natürlich muss die Verlagerung auch Sinn machen. Man kann damit strukturelle Impulse setzen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Wenn Familien wegziehen aus der Stadt, aus dem Land hinaus, dann ist ja nicht nur der Papa da, der irgendwo arbeitet. Die Familie geht mit hinaus, die Frau arbeitet da, die Kinder gehen dort in die Schule. Also es ist eine Stärkung insgesamt. Also es gibt einzelne Verlagerungen, die in der Vergangenheit schon getätigt wurden. Es gibt auch noch Pläne für weitere Verlagerungen. Ich denke, das löst das Problem des demografischen Wandels in ländlichen Regionen nicht. Es ist eher eine Symbolpolitik, meines Erachtens. Es kann im Einzelfall durchaus hilfreich sein, weil irgendwo einige zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Es ist eher so eine symbolträchtige Handlung, zu zeigen, wir haben euch nicht vergessen, wir bemühen uns. Soweit für heute mit den aktuellen Themen und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns kommende Woche wieder zu Plenum TV hier bei TV Thuring Schweinfurt.